Servus und grüß euch zur Folge 136 Let's Play Landwirtschaft Simulator 22 hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der ist auch fertig hier, das heißt, den werden wir jetzt auch zum Feld 41 schicken. Da glaube ich, steht eh schon einiges. Die anderen zwei dürfen jetzt auch schon langsam da rundum kommen. Schauen wir mal, der mit der Walze ums Eck kommt. Da wir damals da gleich mal den ersten zum Kundendienst bringen. Der hat zwar, glaube ich, nicht viel da. Kommt einmal dorthin und geht dann auf den Platz. Und dann haben wir bei CP, dass noch nichts auf wird blockiert. Aha, das wird sagen sollen. Ah, er schafft es scheinbar. Ich glaube, das wird die Walze, seit ihr da ums Eck wieder vorne rundum wurzelt. Können wir aber gleich mal nachgucken. Ich wollte jetzt den einfach mal da gleich herfahren. Dann kann der gleich seinen Kundendienst machen. Oh! Jetzt haben sie die zwei doch noch in die Quere gekommen. Man möchte es nicht glauben. Na? Zieh! Geht doch. Na, ausschalten. Ufen Hundeplatz. So, der müsste jetzt auch fertig sein, oder? Nein, Stickerl haben wir noch. So viel Grad. Hab's gerade gesehen, dass du schon wieder blockiert hast. Einmal Stopp, einmal Start und weiter geht's. Sehr, sehr schön, weil na schön, ja, wie schön, dass die zwei aneinander vorbeikommen. Oder auch nicht. Na gut. Jetzt hätte ich schon mal. Jetzt hätte ich gemeint, nachdem ich den Satz gesprochen habe, dass die zwei jetzt gedacht haben, haha, dem zeigen wir es jetzt. Wäre ja nicht das erste Mal, ja. Thank you.
und dann mal den Angler parken. Beziehungsweise der kann dann auch gleich automatisch parken. So. Jetzt glaube ich, müssen wir als einziges ein Dono. Na, da drüben. Die 10 ist nicht gedüngt, oder? Ah, da haben wir jetzt auch. Durch unser Kombinationsgerät ist das auch gedüngt, das passt schon. Ja. So ist der Foto. Ah, warte mal, das machen wir anders. Wenn der schon da steht. Machen wir das jetzt ganz einfach. Stellen wir den ganz kurz daher. 21, 22, 23 und er fährt zum Parken. Wir sind so ganz schnuffel, wo verliert hat. Da ist er. Dass bei dem 2V-Gewinn eine geschaut hätten, gell? Beim einfach gedüngten Feld, was hast du denn da? Ertragsbonus 75%. Gut, den 1% fehlenden Sackgut, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr auffüllen. Das lassen wir so, wie es ist. Voilà. Da muss jetzt eigentlich, glaube ich, da eine vorne. Du musst jetzt noch einmal wieder irgendwo raus und reinfahren, oder wo musst du jetzt hin? Coole Wegfindungen, finde ich. Das ist jetzt gerade nicht so cool, was jetzt wieder mal. Ah, es geht noch weiter. Der zieht erst einmal gerade. Da geht es auch noch bis zum Feld. Bis in die Wiese, wenn ich alleine, damit die. Das ganze Gespann gerade gezogen ist. Ich möchte wissen, was in der Realität auf so einem Dach beim richtigen schönen Sonnentag oder wenn es dann mal so zwei, drei Wochen schönstes Sonnenwetter hast, bei uns, was du mit unserem Dach Photovoltaik, was du Strom produzierst.
Und weg ist er. Und das ist alles angepflanzt, gell? Schauen wir mal in die. Ich glaube, das hier, da müssen wir trotzdem, da müssen wir auch noch mal drüber. Das müssen wir noch mal anschauen. Aber sonst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Die 39 gehört uns, die 50 passt. Warum die 61 ist, 56 ist, 66 ist, 68, 72, 17, 19, 59, alles wächst, blüht und gedeiht. Was ist denn da oben? Zuckerrüben? Ah, das heißt wahrscheinlich, dass wir im Oktober doch noch und eine modsmäßige Erntung annehmen müssen, oder? Oh, da können wir jetzt erst noch so zum Ernten. Einiges. Uiuiui. Da haben wir noch was zum Tor, bevor sie auch vorbei ist. Was braucht man denn eigentlich? Steht das da bei der Bäckerei? Strom, Eier. So ein bisschen Milch, Palettenzeug, Zucker, Erdbeeren. Das ist Dinkelmehl, das ist Joghurt, oder? Was ist das? Na, ohne Klotschen, ohne Ding. Sahne und Joghurt brauchen wir. Sahne und Joghurt brauchen wir. Das heißt, das müsste eigentlich aus dem Frischkäse. Molkerei, wo sind die da? Joghurt und Sahne. Steht ja auf Verteilen, das geht jetzt eh schon weg, gut passt. Gut, 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 gut. Ah, der hat noch ein paar Bohnen. Oh, dann haben wir die Luzerne auch damit aus der Luzerne. Aus der Luzia holen wir auch, genau. Ich kann mir ein paar Ackertexturen abfotografieren für Transportfilme. Fürs Maultool. Was, wo haben die wieder, woanders wieder Mistviecher? Gibt es eigentlich keinen Lichtschalter nicht oder sowas? Muss halt eigentlich nicht mehr alles beleuchtet sein, halt erinnert, wenn man es nicht braucht. Oh,
Aber der Vorteil ist, du machst ja den Strom selber, ne? Haben wir nur bei der 41, wo steht, was gereinigt, gesäubert, verpackt werden muss? Nein. Das letzte Fahrzeug hat es halt. Da eigentlich? Da glaube ich, gehört Metzgerei, Fleischerei. Das ist das Einzige, was jetzt gerade mal auswendig war, weil ich so im Überfliegen jetzt gerade gesehen habe. Labor, Mehl, Molkerei, Nudels. Da muss man bloß die Traubenfabrik wieder wegbauen, weil die passt natürlich da wieder nicht mehr her. Die müssen wir vielleicht nochmal Stickerl versetzen. Aber ich glaube, die bringen wir vielleicht auch daneben wieder hin. Aber kostet auch wieder 1,5 Mios. Die Zementfabrik und das ganze Zeug, das war was für da drüben. Ja. Aber ich glaube, da müsste man. Das war da für dieses Bergwerk der gute Platz. Das müssen wir bloß dann nochmal mit dem Geländetool alles einebnen. Das machen wir ja offscreen, weil sonst glaube ich, müssen wir das ein paar Mal laden und speichern, bis das einmal glatt und eben ist. Klappt man den Karton nochmal zusammen noch. Dann können wir den nämlich einfach da herstellen. Und schon an 8% Dreck weg. So, Parkplatz bitte. Dann glaube ich, haben wir da eigentlich recht gut durchgekommen, jetzt auch durch die Saison, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Zumindest durch die Aufnahmesessions. Oder durch die Aufnahmesessions. So, dann lassen wir den nochmal noch. Gemütlich. Zum Parken fahren. Sonst ist, glaube ich, alles soweit in Ordnung. Aufträge haben wir leider keine. Was haben wir jetzt noch? Ernte Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen. Mais, oh, einiges von uns auch. Sonnenblumen, auch ein Feld von uns mit dabei, zwei Felder. Sojabohnen. Haben wir auch eins drauf, auf der 17. Kartoffeln haben gar nichts drauf auf der Map. Was ist denn die Ansaatzeit für Kartoffeln? Gnadoffeln. 1. März. Dann haben wir die jetzt schon alle herunten praktisch. Zuckerrohr für den Schnaps. Was ist eigentlich das dafür? Ah, Lavendel.
Aber für die Bäckerei brauchen wir jetzt eigentlich nichts, was wir da oben haben. Also diese Apfelplantagen und so, was ich da in Planung hätte. Wo braucht man denn das eigentlich als Rohstoff? Die brauchen sie ja nicht, oder? Doch, da zumindest Apfel. Ah, da auch, sechs, das da haben noch vier andere. Aber da müssen wir mal schauen, was wir für die Bäckerei brauchen. Weil Erdbeeren kennen wir ja aus dem Gewächshaus. Dass wir die doch beim nächsten Mal die Bäckerei bauen. Die kostet mir 1,4 Millionen und dann die vier Dinger dazu. Dann haben wir auch nochmal bei 2 Millionen weggehört. Dann haben wir eh fast wieder auf. Oder dann haben wir eh bei 1 Million herunten. Ich glaube, ist ein guter Ding. Und dann schauen wir, was die Bäckerei alles hier braucht. Ist ein guter Plan fürs nächste Mal, glaube ich. Die Bäckerei und die vier Sachen dazu bauen. Und das einmal in Betrieb nehmen. Das klingt und haben ein Plänchen, da das sagen wir das nächste Mal, oder? Dann lasse ich jetzt den noch. Der ist eh gerade gepackt, das passt ja dann eh genau. Dann verabschiede ich mich von euch, sage danke fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Gute, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. I am Maverick. Tschüss, ciao.